Diesmal speichere ich hier, denn wenn ich dann sterbe, muss ich nicht nochmal bis zum Jellyfish gehen. Also zumindest nicht ganz und also schon, dann muss ich nochmal zum Jellyfish gehen, aber nicht von ganz so weit weg. Und ich werde dann auf dem Rückweg nochmal da speichern und dann, falls ich wieder so doof bin und in die Stacheln springe, wegen euch Viechern, ha, besiegt, dann muss ich das alles nicht nochmal machen, das langweilt mich ja nicht so. Stopp. Gebt mir eure Energie, eure Kristalle meine ich. Ich stelle mich gerade irgendwie doof an. So. Genau. Komm von oben. Okay, du bleibst einfach da. Stört mich nicht weiter. Jellyfish. Sie sind aber auch doof. Ich kann nicht diagonal schießen. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Das bringt natürlich ein wenig mehr Herausforderung, was cool ist. Aber es wäre halt verdammt nützlich, wenn ich das machen konnte. Herzen. Ich habe noch mal ein Herz, okay. Bitte spring da hoch. Bitte spring da hoch, bevor die Herzen verschwinden. 15, okay, sie stellen 6 Herzen wieder her. Beziehungsweise 6 Lebensenergie. Das ist cool. Gefällt mir. Jetzt muss ich mal die Blasen, die Fledermäuse zu besiegen und die Sprungviecher und die ganzen Jellyfishes und all die Quallen. Geht weg, lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch nur euren Jellyfish-Juice haben, meine Bombe zu bauen. Toll, leer. Okay. Stirbt. Was habe ich denn für einen mickrigen Schuss? Okay. Bringen wir das mit Raketen. Die männlichste Art, um so etwas zu regeln. Und Raketen, Raketen, Raketen. Explosionen und Raketen. Ah, na toll. Egal. Ich nehme den mickrigen Schuss. So. Jellyfish Juice mal wieder. Ich weiß nicht, ob es noch einen Ort gibt, an dem ich den Jellyfish Juice gebrauchen kann. Ich glaube nicht. Es gibt nur eben die 3 Feuerplätze. Einmal, wo ich den Bubbler kriege, dann die Holzkohle und einmal hier in Chacos Haus, damit ich da durchkomme, bevor die Ventilatoren aktiviert sind. Und halt für die Bombe. Und ansonsten, glaube ich, braucht man den nicht mehr. Also, für die Story auf jeden Fall nicht, soweit ich weiß. Also, glaube ich nicht. Nein, auch nicht für das beste Ende. Und ob es sonst noch ein Secret gibt, ich glaube auch nicht. Ich werde einfach mal einen Jellyfish Juice mitnehmen. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Wahrscheinlich nicht, aber es liegt halt sowieso auf dem Rückweg. Also warum nicht? Du Fledermaus kriegst mich nicht, nein. Und du wirst auch sterben, ohne mich verletzen zu können. Ja, weil ich nämlich dein Angriffsmuster kenne. Ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich darauf geschossen. Ich habe so gedacht, boah, die schießen auf mich, nein. Und ich hab erst ein bisschen gebraucht, bis ich dann gemerkt habe, was? Die schießen auf mich, wenn ich auf die schieße. Und vorher sind die vollkommen harmlos. Was habe ich dann auch erst irgendwo hier gemerkt? Und Moment, ich habe alles, ne? Ich habe vergessen, den Chacos Haus zu speichern. Egal. Ich hole mir erst die Bombe und dann speichere ich. So. Bombe! Komm her. Wie hieß du noch? Maiko, ne? Hast du alle Materialien schon gefunden? Oh, die Holzkohle. Oh, der Quallensaft. Oh, sogar die Gumbase. Dann lass uns anfangen. Wartezeit, Wartezeit, Wartezeit. Und im Offscreen hat er es geschafft. Es ist fertig. Und wir haben die Bombe bekommen. Los. Blow that door up. Wie auch immer. Spreng die Tür in die Luft. Klar, machen wir doch gerne. Los. Aber bevor ich das mache, speichere ich nochmal eben kurz. Denn ich habe keine Lust, jetzt durch irgendeinen blöden Frosch zu sterben. Das wäre schon ziemlich bitter. Dann dürfte ich die Gumbase nochmal holen, weil ich mich so doof angestellt habe und hier von so einem kleinen, niedlichen Mob mich besiegt haben lasse. Okay, hoch wollte ich nicht, aber egal. So, wir haben die Bombe angebracht. Und hier sehen wir Kazuma. Bam! Die Tür ist kaputt. Wuhu! Wir sehen das erste Mal Kazumas Gesicht. Vorher hatte er nämlich kein Gesicht, wenn er gesprochen hat. Du hast es geschafft, mein Junge. Ich wusste, dass du es tun kannst. In der Minute, in der ich dich gesehen habe. Punkt, Punkt, Punkt. Aber egal. Mein Name ist Kazuma Sakamoto. Und er ist tatsächlich der Bruder von Su Sakamoto, obwohl Su momentan ein Mimiga ist. Du kannst mich Kazuma nennen. Das ist in Ordnung. Ich war glücklich genug, von Doktor zu entkommen. Aber unglücklicherweise hat mein Teleporter mich hierhin geschickt.
Ich dachte, ich würde verhungern. Ich schulde dir mein Leben, also mein, ich schulde dir mein Leben. Nein, ich schulde nicht mein Leben. Ich verdanke dir mein Leben. Oh, übrigens, du würdest nicht zufällig die Mimiga, das Mimiga-Dorf kennen, oder? Sue? Du hast Sue getroffen? Ah, ich verstehe. Du bist also an Sues Stelle, an Sues Stelle gekommen, genau. Du bist also an Sues Stelle gekommen, um mich zu finden. Alles in Ordnung, okay. Dann zeig mir den Weg zum Dorf. Und der Teleporter geht an. Oh, wer wird das sein? Der Doktor! Kazuma? Professor Booster! Es ist nicht der Doktor, es ist der Professor Booster! Ja! Vor dem kriegen wir später noch ein ziemlich geiles Item und der Name verrät überhaupt nicht, was für ein Item wir da bekommen werden. Nein! Es wird kein Booster sein, nein! Professor Booster, du bist sicher! Oder Sie sind sicher! Ja, mehr oder weniger. Er ist ziemlich klein. Er ist noch kleiner als ich. Und wie geht es zu? Ist sie in Ordnung? Ist alles mit ihr in Ordnung? Ja, sie ist... nein, er sagt nicht ja. Er sagt, sie ist im Mimiga-Dorf. Dieser junge Typ hier, der hat mich... Ach so, er war gerade dabei, mich dahin zu führen. Oh! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Er hat so tolle rote... Brille, so eine tolle rote Brille. Das ist nicht mal wirklich eine Sonnenbrille. Man kann einfach nicht durchsehen. Also ich frage mich, wie er damit irgendwas erkennen kann. Du musst ja die ganze Welt in einem roten Schleier sehen. In einem roten Schleier der Wut. Oh, kennt ihr beiden euch? Punkt, Punkt, Punkt. Nein. Nein, wir haben uns nie getroffen. Vergiss es. Wir müssen uns beeilen, um zuzufinden. Und warum hat er uns so ungläubig angestarrt? Ein weiteres Mysterium, das wir erst später lösen können. Der Doktor hat angefangen, die Mimigas zu sammeln. Es sieht so aus, als hätte er Wind von den roten Blumen bekommen. Aber Sue, werden die roten Flauern Sue auch beeinflussen? So wie die anderen Mimigas? Kazuma, der Doktor hat angefangen, die Mimigas zu sammeln. Du weißt, was das bedeutet, nicht wahr? Du meinst... Der Krieg? Er. Exakt. Wir haben keine Chance now. Nein, wir haben keine Wahl. Wir haben nun keine Wahl, als ihn zu stoppen. Ihn zu stoppen? Aber wie? Ich habe eine Idee. Lass uns erst einmal zu Sue eilen. Wir werden dann reden. Du auch. Komm mit uns mit. Boom, ein Speicherpunkt, ja. Gut, hätte ich gar nicht da vorhin speichern müssen. Egal, ich mache erstmal einen Schnitt. Ich weiß, ja, ich glaube, ich mache gleich noch ein bisschen weiter. Ich habe noch Lust. Ich habe eigentlich Lust, das Spiel am Stück durchzuspielen, aber leider kann ich das nicht machen. Das würde andere Leute hier im Haus stören. Und deshalb kann ich nur in begrenzter Zeit aufnehmen. Aber das ist egal, denn wenn ich hier am Stück aufnehmen würde, dann würde ich pro Tag... eine Trillion Videos hochladen und keiner würde sich das alles angucken, weil die dann alle denken, nee, so viel, das kann ich doch niemals folgen, das ist doch bäh. Da gucke ich lieber irgendeine Kochsendung auf RTL oder so. Also, ja, ich denke mal, das sind jetzt 4 Videos. Also, vielleicht kommen gleich noch 2 oder 3, mal gucken. Mir wurde auch gesagt, dass ich nicht alles auf einmal hochladen soll, weil das dann bei euch in den Abonnenten, wenn ihr mich abonniert habt, und dann auf der Startseite, dann ist die ganze Startseite voll gespammt mit meinen Videos, und dass ich lieber die alle auf einmal hochladen soll zwar, aber dann auf privat und dann nach und nach freischalten. Und ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich machen soll. Was findet ihr denn davon? Ich hab mal auf der Startseite geguckt und ich glaube, selbst wenn ich ganz viele Videos hochlade, nimmt das dann bei euch nur eine Zeile ein, weil das dann die Videos, man sieht dann Vorschaubilder, die nebeneinander stehen und dann steht da noch irgendwie mehr Anzeigen oder so. Und wenn ich nur ein Video hochlade, dann steht da noch ein bisschen Beschreibung daneben. Aber ich bin mir nicht sicher, also sagt mir bitte mal, was ihr davon haltet. Ihr könnt mir auch gerne sonst Feedback zu meinen Let's Plays geben, sehr gerne.
Denn ohne Feedback kann ich nicht besser werden. Also schon, indem ich mir meine Videos angucke und dann denke, oh nein, was hast du da für Scheiße gelabert und wie undeutlich sprichst du denn da? Nein, das ist total scheiße. Und ja, aber euer Feedback bringt mir natürlich noch wesentlich mehr, weil ich dann auf Dinge hingewiesen werde, die ich alleine überhaupt nicht gesehen hätte. Also sehr gerne. Ja. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich noch sagen soll, also mache ich jetzt hier den Schnitt und wir sehen uns. Ciao.